Ich bin zwischenzeitlich im Dorf Los Quemados angekommen und darin geht eine steile Straße den Berg runter bis da unten vor dem Haus. Das ist dann ein ganz großer Drachenbaum oder Avocadobaum, das weiß ich nicht. Ich glaube, ein Drachenbaum ist da unten und da geht es dann links weg. Dann werden wir uns zur alten Wasserleitung begeben und auf dieser gefühlt ungefähr einen Kilometer laufen. Dann sind wir am Fuße des San Antonio. Da werden wir ganz kurz ein Stückchen rauflaufen. Und von dort geht es dann wieder um den San Antonio herum. Oder Teneguía, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall um den vordersten Vulkan geht es rum. Zu unserem Ausgangspunkt. Gesamt wird die Wanderung insgesamt circa 1,5 Stunden dauern. Ich melde mich wieder.